Der Molkenhaus ist auch jetzt gleich schon da. 3, 2, 1. Let's do it, okay. Let's do it. Herzlich willkommen auf diesem Video. Leute, wir besuchen heute den Harz. Okay. Hi. Hi, Tag. Ja, wir fünf gehen jetzt los. Machen eine wunderschöne Harztour. Ich werde euch einfach schöne Wege zeigen. Einer der besten Wege, hier auf den Brocken zu kommen. Ich werde euch schöne Kräuter zeigen, Pflanzen, die man hier auch essen kann. Was noch? Einen wunderschönen See, den wir vor uns schon sehen. Oh ja, das war wirklich schön. Das ist so schön, traumhaft. Ja, ich glaube, lasst euch überraschen, nehmt ja was Schönes mit. Ja, viel Spaß. 4 Stunden und... Wir sind jetzt angekommen, Bad Salzburg. Harzburg, genau. Und jetzt geht's erstmal zum Wald. Woo! Jetzt geht's erstmal 6 Stunden zum Brocken. Das wird lustig, das wird lustig. Leute, hier läuft einfach AC/DC raus. Schaut mal. Ja. Ach so. Oh. Ja, wie geil. Wie in so einem Spiel drin. Oh. Okay, weiter geht's. Meine Schwester ist dabei, meine große Schwester auch, Andi, ich. Ja, wir sind jetzt erstmal den Märchenwaldweg gegangen. Bis hier sehr, sehr schön, kann ich euch empfehlen. Besucht den Harz morgens oder abends, ist am schönsten. Da ist das nicht so viel mit Menschen. Mittags ist auch schön, könnt ihr viel reden mit den Leuten, aber ich finde das so sehr schön gerade. Ja, die gute Mercedes ist auch dabei. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ups. Ja, ich werde jetzt erstmal, ich habe so eine geile Filterwasserpulle geholt. Und die werde ich jetzt mal ausprobieren. Hier ist ein Filter drin, hier packt man Wasser rein. Und dann saugt man hier raus und dann hat man Filter, ja, gefiltertes Wasser. So ist das Wasser sehr sauber. Aber weiß er nie, ob er da einer reingepinkelt hat. Irgendwie voll geil. Was gefiltert denn das Wasser? Lecker. Und wie findet ihr den Weg? Anstrengend. Aber wirklich wunderschön hier. 10 Kilometer Brocken noch. Richtig cool. Rabenklippe, das hört sich auch interessant an. Mal gucken, was da ist. 3 Kilometer. Vielleicht ist das genau unser Weg zum Brocken. Das wäre richtig cool. Ja. Bleibt mal gespannt. Das wird doch richtig schön noch. Der Molkenhaus ist auch jetzt gleich schon da. Na, mal gucken, ob der noch auf hat. Weil wir haben jetzt 7:30. Ich denke nicht, aber ja, wir sind jetzt beim Molkenhaus. Bis hier ist der Weg wirklich schön. Jetzt müssen wir aber leider in so eine Straße erstmal laufen. Hier wird es wieder normal. Ne? Mal gucken, weil wir haben jetzt keinen besseren Weg gefunden. Aber ist trotzdem schön, weil ne, mitten im Wald. Ja, wenn wir jetzt ungefähr vom Wasser aus, wo wir die Filter ausprobiert haben, bis hier, 1/2 Stunde haben wir jetzt gebraucht hierhin. Oder 20 Minuten, könnt ihr euch ein bisschen einschätzen, wenn ihr den Weg auch geht. Ist gar nicht so weit. Ich glaube, vom Wasser aus sind 1,3 Kilometer. Eigentlich, ja. Ohne schwere Taschen wie wir, denke ich, 10 Minuten, 12 Minuten. Ja, Molkenhaus. Für die, die Bock haben, Stempel zu sammeln, auch beim Molkenhaus gibt es einen Stempel. Mercedes wird jetzt schon mal einen Stempel hier nehmen. Was ist das? Eine Hexe, glaube ich, ne? Ja. Eine Hexe. Cool. Warte, okay. Oh. Ist, glaube ich, ausgetrocknet. Scheiß, heute. Heute ist der, ich schau mal gleich. 14, ne? Ja, geht nicht so gut, aber es geht. Eine kleine Hexe. Ja, cool, Leute. Hier gibt es einen kleinen Stempel, der ein bisschen leer ist. Aber müsste noch klappen. Für ein paar Stempel noch. Müsst ihr noch früh zuschnappen. In jeder Wanderung, Leute, muss man ein bisschen essen. Wir brauchen ein bisschen Kraft. Und dann geht's gleich weiter. Meine Mutter sagte, Klaus, zieh dir bloß die Schuhe aus.
Michele hat sich ein bisschen verletzt. Dann nehmt ihr einfach spitzwegerig, kaut das einfach ein bisschen und dann packt ihr das gleich auf der Wunde. Das definiziert die, die Wunde, ja, schließt, sage ich mal, oder stoppt das Blut. Und ja, ja, sieht gut aus. Teile noch eine Erfahrung mit euch. Unterwegs Erdnussbutter, geiles Brot und Kokosnuss frisch. Haben wir klein geschnitten hier raufgepackt. Das ist so lecker. Kokosnuss. Hammergeil, wirklich. Ich hab die Kokosnuss. Ich hab die Kokosnuss geklaut. Ah, Leute, schaut mal. Wir sind jetzt hier an den See angekommen. Hinterm Molkenhaus. Kann ich euch auch empfehlen. Das ist richtig schön hier. Ne, da ist der Molkenhaus eine Minute entfernt nur. Jo. Ich wollte gerade halt mit Andi Wasser holen, aber das ist halt ein See, der ein bisschen stinkt. Hier werden wir das jetzt nicht machen. Das machen die Wasserfilter zu schnell dreckig. Und so doll vertraue ich, denke ich, die Filter jetzt auch nicht. Deswegen müssen wir noch was anderes suchen. Weil wir haben Bock jetzt gleich noch mal schöne Tomatensuppe zu machen. Ich glaube, jetzt probiert's. Ja, guck mal, wie dreckig das Wasser aussieht. Und für die Leute, die das gerne machen, barfuß laufen, hier sind richtig schöne Wurzeln unterwegs hier auf dem Weg zum Brocken. Und oh, das tut richtig gut für die Reflexzonen. Oh, wirklich, das, Alter, ich merke gerade, wo der ganze Druck herkommt von den Beinen und von den oder von den Füßen. Oh, tut richtig gut, Leute. Das war wirklich Spaß. Ja, Michela macht es auch. Ja, es tut voll gut, ne? So geil. Ja, es tut richtig gut. Oh. Oh, da musst du schön dein Gewicht drauf machen. Genau, ja. Schön. Habe ich doch gesagt, Leute. Let's go. Tut richtig gut für die Füße. Ja. Das sieht jetzt aus wie so ein Mittelalterfest. Ich war bereit, einfach nur noch nochmal. Ich glaube, ihr braucht noch ein bisschen mehr Übung. Ich hätte einfach nur Bock, einen Daumen da. Ich hätte wirklich Bock, dass du mich da reinlässt. Witch Brand! 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 Nein, das war voll die schöne Ausnahme. Sie noch was dazu zu sagen? Ja, schreit gerne im Wald, es ist gut für die Seele. Alan! Steve! Alan! Alan! Fühlen Sie sich jetzt nach dieser... Befreit. Gesünder. Denken Sie, das hat irgendwas mit diesem beschissenen Schlafsack zu tun? Oder wäre das sowieso passiert? Ja, auch nicht geschlafen. Ich hab gut geschlafen. Schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ich verspreche euch. Das ist ein bisschen wahnsinnig. Ich verspreche euch, wenn die Firma zu mir kommt und sagt, ey, kannst du Werbung machen mit deinem Schlafsack? Nee, Mann. Krass, ey. So, Leute, ich habe jetzt kurz geguckt, Leute. Hier steht, die Rabenklippe ist beim Restaurant, glaube ich. Aber da müssen wir nicht lang. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal hier zum Brocken. Ja, ja, weiter geht's. Ich weiß gerade nicht, wie der Weg heißt, aber ja, findet man auf den Schildern. Ja, auch beim Harzweg, Leute, gibt es ganz viel Johanniskraut. Eine sehr, sehr, sehr schöne Pflanze. Ne? Die sieht so aus. Ja, könnt ihr einfach so essen, die Blumen.
Ihr könnt auch da einen Tee rausmachen, ein bisschen sammeln und dann für zu Hause einen schönen Tee aufgießen. Sehr, sehr schöne Pflanze. Wir haben schon was gesammelt für heute Nacht, weil es ist gut zum Einschlafen. Ja, und ein bisschen Schafgabel haben wir auch. Das heißt, sehr, sehr schöne Kräuter wachsen auch hier. Aber da geht's. Ja, es geht auch durch so einen wunderschönen Wald. Und diese Zeit ist einfach nur perfekt. Man ist nur alleine hier, hat wirklich sehr, sehr schöne Ruhe, kann noch richtig die Tiere noch hören und den Wasserfall. Und ja, vielleicht sehen wir ja noch hier irgendwie ein Reh rumlaufen. Mal schauen. Ja, jetzt holen wir kurz aber ein bisschen Wasser hier. Hier ist eine wunderschöne Abzweigung gerade. Und ich glaube, einer will mich aufnehmen. Hui! Dankeschön. Ja, hier ist so eine kleine Abzweigung. Da geht es jetzt zum Brocken und bei Eckerstause See. Oh. Ich möchte noch nicht gleich frühstücken. Nein. Nein, nicht frühstücken, nicht jetzt schon. Andi hat Hunger. Ja, aber man kann hier richtig gut sauber machen noch alles. Ja, stimmt. Und mit Catadum Be Free bin ich free. Geil. Guck mal, auch wenn ihr keinen Hunger habt, er überredet euch so gut, dass ihr Hunger bekommt. Ja, ist so. Wir hatten keinen Hunger und jetzt hatten wir Hunger. Ich habe einfach Hunger. Warum? Wir sind doch gerade erst losgegangen. Ja, bitte, ich habe keinen Bock zu essen. Gar keine Lust, Alter. Noch ein, sag ich mal, ein Vorteil und Nachteil gefunden von diesen Flaschen. Und ja, das ist der Vorteil. Die kann man umfüllen lassen, also man kann beliebig viele Flaschen auffüllen. Zack, gefiltert. Ihr könnt dann nicht nur eine Pulle mitnehmen, ihr könnt dann 2-3 Pullen voll machen mit Wasser, wenn ihr wisst, okay, jetzt kommt erstmal kein Bach mehr. Bei mir ist das Problem, da kommt ein bisschen was raus, aber es ist viel umständlicher und man muss schütteln oft. Muss man wissen, was man braucht, aber das finde ich geil. Da muss man saugen. Ja, genau. Und vielen Dank an meinen Vater, der mir dieses wunderschöne Ding hier spendiert hat. Dir würde ich, Papa, ich hoffe, du guckst das gerade. Das hilft uns richtig gut allen hier. Mit Rucksack? Mit Rucksack, let's do it. Auch beim Harz findet ihr Abenteuer. Mit euren Kindern auch, wenn ihr Bock habt zu klettern. Hier gibt es wunderschöne... Haben wir da überhaupt hin? Ich weiß gar nicht. Vielleicht doch nicht mit den Kindern machen, Leute. Aber bitte nicht die Natur kaputt machen, nur auf totes Holz treten. Okay, jetzt los. Das ist richtig schwer mit dem Rucksack. Oh mein Gott, geht's dir gut? Hier ist eine kleine Info, hier steht Höhenlage 480, 560. Ich glaube, wir sind auf 480 jetzt und der höchste Punkt hier in der Nähe ist gerade 560. Ich habe keine Ahnung, könnt ihr mir gerne mal mich aufklären in den Kommentaren. Ja. Wenn es wirklich stimmt, sind wir wahrscheinlich jetzt 460 Meter hoch. Und ihr kriegt jetzt eine kleine Info. Der Waldmeister, Leute. Der Waldmeister ist, wenn man zu viel nimmt, wird man ein bisschen high, sagt man. Aber ein paar könnt ihr essen dabei. Die sind sehr lecker. Die sind, wie nennt man, wachmachend auch, ne? Das hier ist auch wachmachend. Vor allem ist das schön, wenn es schön klimatisiert ist. Oh, sieht das schön aus. Voll, ja. Cool. Ja, Leute, holt euch Minzöl und Tigerbalsam und Waldmeister. Ja. Dann werdet ihr auch zum Waldmeister. Ja, und geschafft den Wanderweg. Ja. An der Sperre sind wir noch nicht angekommen. Hier gibt es jetzt 2 Wege, das ist zur Straße. Wir gehen erstmal den Weg. Mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Ob man da irgendwie so auf dem Wasser gucken kann. Das wäre richtig schön. Aber ich sehe, da hinten ist eine kleine, wunderschöne Brücke. Ah genau, hier geht es nicht weiter. Wir müssen gleich auf der Straße. Das heißt, wenn ihr hier seid dann, ne, wenn ihr den Weg geht, geht es erstmal auf eine Straße. Und ich sehe schon, da sind Schilder, die werden gleich uns nochmal weiter lotsen. Oh. Aber hier kriege ich auch kein Wasser. Das ist sehr, sehr braun hier. Aber ein paar Quellen gibt es hier, die lecker sind, finde ich, Wasserquellen. Wir haben jetzt 2 Wasserquellen ausprobiert. Schmecken auch unterschiedlich. Schon interessant auf jeden Fall. Geht es da hinten doch weiter? Okay, das ist ein Insiderweg, hier kann man doch durch. Aber danach geht es doch auf der Straße. Schade. So, der Brocken 7 Kilometer. Wenn ihr hier seid, ja, müssen wir erstmal auf eine Straße laufen. Ah, ja, guck mal, ihr läuft dann ungefähr 200 Meter.
die Straße lang. Und dann gibt es hier eine kleine Wasserquelle, da könnt ihr euch auftanken, wieder neues Wasser in euren Körper gießen, sage ich mal. Ja, das ist so ein schöner, so ein kleiner Brunnen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Cool. Ah, okay. Das heißt, es ist dann gefiltert. Kommt ganz frisch aus dem Wasserwerk. Und ja, kann man direkt trinken. Richtig cool. Hammer. Stimmt, Gesicht waschen, das haben wir noch nicht. Hab ich. Oh, das ist ja richtig. Willst du auch mal mit hin? Dauert noch ein bisschen. Oh, ein bisschen. Oh. Action. Action. Aber das dauert ganz schön lange. Oh, eigentlich schönes Wasser. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Nutzt die Zeit, Leute, abonniert, liked, ne? Nutzt die Zeit! Nutzt die Zeit! Ja, abonniert, Leute. Ja, das dauert noch, Leute. Ja, dauert noch ein paar Sekunden. Ja. Dauert noch ein bisschen. Ja. Ein paar Minuten. Ja, ihr könnt auch in die Beschreibung gucken. Ich habe hier Michaelas Instagram-Account gelinkt und Tanias auch. Andis auch. Mercedes auch. Ja, Michaels auch. Nutzt die Zeit kurz. Geht mal auf alle Kanäle. Bis ja. Also es ist jetzt gegen halb. Schreibt aber in den Kommentaren, wie kommt von Intuition Vertrauen. Trinkwasser aus dem Wasser. Ja, echt toll. Holt euch ein Glas Wasser. Ja, schön. Ihr könnt auch kurz Essen machen, Trinken holen. Bis bald. Ich wollte gerade sagen, Leute, wenn ihr hier seid bei dieser Quelle, schnappt sehr, sehr schnell zu, weil wir haben gerade mit Bewohnern hier gesprochen. Die gibt es sehr, sehr selten hier. Ja, genau. Deswegen macht euch voll. Macht euch voll. Das ist wirklich die beste Quelle, finde ich. Weil wir haben jetzt zwei probiert, aber die ist wirklich am leckersten. Da müssen wir gleich rüber. Oh mein Gott, da bin ich hin. Boah, richtig schön. Boah, das ist so ein schöner See eigentlich beim Schwimmen. Aber nee. Schwimmen ist verboten, Leute. Warum? Das ist doch wahrscheinlich das Trinkwasser für alle. Ja, das ist Trinkwasser, steht da auch. Ah, okay. Das ist kacke, wenn du da reingehst. Ja. Voll schön, sieht richtig cool aus. Dann schmeckt alles nach Micha-Schweiß. Ja, das möchte ich halt, ne? Michaela-Schweiß. Oder Michaela-Schweiß. Ja. Micha-Aas. Micha-Aas. Immer wenn ihr Micha sagt, fühle ich mich voll angesprochen. Ja, dann ist es deswegen ja Micha-Schweiß. Wenn ihr beide reingeht, dann ist es immer noch Micha-Schweiß. Die sind schon da hinten und ich folge ihnen jetzt. Sieht man mich ja auch mal. Meistens bin ich hinter der Kamera. Ja. Ciao. Alles Wälder, alles Bäume. Aber damals, ne? Damals als ich noch jung war. Wo ich jung war. Das ist doch ein Paradies. Hier im Hart Kokosnuss essen. Und das ist die Grenze. Glaub, da ja, ist da DDR. War die Grenze. Nee, das ist DDR, glaube ja. Das sagt dir, wo du bist, sozusagen. Ja, genau. Dann war hier war dann das Tor. Ja, genau. Hier war das Tor. Ja, wir sind jetzt... Ja. Tschüss. Wir gehören nicht mehr zusammen. Ja. Ich bin auf der anderen Seite. Gute alte DDR. Crazy. Ey, lass mal noch mal 2,5 Kilometer laufen, dann können wir einen Kaffee kaufen. Kaffee? Ja. Kaffee? 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 Dann laufen wir weiter. Kaffee? Ja, klar. Ich glaube, die brauchen ganz dringend Kaffee. Ja, die brauchen Kaffee auf jeden Fall, aber auch das gibt es hier auf dem Harz. Und es gibt hier noch kleine Himbeeren. Lecker, lecker. Ach, ein bisschen Würmer, aber. Okay. Ist das Himbeeren? Himbeeren. Oh, lecker. Im Harz wächst Himbeeren, Leute. Cool. Bio. Gute Qualität. Oh, lecker. Aber nicht 3,99. Das ist auch eine Himbeere. Lecker. Umsonst von Gott geschenkt. Oh, warte. Geil. Aus dem Zungenpiercing. Ja, deine Zähne glitzern so und die Kirsche oben drauf auf der Zunge. Die Kirsche. Geil. Boah, lecker. Ja, und man läuft dann wunderschön
am Wasser lang. Hier gibt es einen wunderschönen Wanderweg und kann sich dann den See hier schon angucken. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Wanderung zum Brocken. Ja, wir haben jetzt noch 6,5 Kilometer noch vor uns. Kann ich wirklich jedem empfehlen, nicht direkt am Brocken anfangen und hochlaufen. Geht diesen Weg hier, weil der ist wunderschön. Ne, dann wandert ihr nochmal 3 Stunden und dann klettert ihr oder läuft da nochmal 2,5 Stunden den Brocken hoch. Ist schon geil. Und die, die keine Power haben, gibt es ja auch eine Seilbahn. Da kann man noch runterfahren vom Brocken. Und eine Bahn gibt es da auch, eine Lok. Busfahren geht auch. Busfahren geht auch, Leute. Kutsche, Zug. Da gibt es alles, Leute. Richtig schön. Ich habe mal auch beim Weg hier, gibt es hier so einen kleinen Pfad, da ist so eine kleine Holzbude. Da kann man wahrscheinlich richtig schön Pause machen, hinsetzen, essen, ein bisschen was trinken, wenn ihr eine kleine Pause braucht. Ich zeige euch das mal. Ich zieh mal was Gutes hier in den Socken aus. Ist das jetzt meine Erdnussbude? Weil ich hab hier meine hingelegt und jetzt ist sie weg. Ist die hier? Und unser Lieblingsabonnent ist... Bommel! Der geilste! Danke für deine ganze Unterstützung! Die schönsten Kommentare kommen nur von Bommel! Ja, die schönsten Kommentare kommen von Bommel! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joa, wir wollten eigentlich gerade weiterlaufen nach unserer Pause. Mal gucken, ob ihr sie hört. Die schreien hinten die ganze Zeit rum. Oh, sie haben es endlich geschafft. Ich habe mich jetzt hier nochmal hingechillt, weil wir eigentlich los wollten. Oh nein, das sind sie gar nicht. Nein, das sind andere Wanderer. Ach, so ein Scheiß. Na gut. Challenge, werden wir das schaffen, ohne Hände oben auf den Dach zu kommen? Wir zählen die Platten hier und ich gucke mal, ob ich wer höher kommt, ich oder Andi. Ah! Oh ja, das war super. Ich war auch nochmal. 5. Ja, zum Glück ist hier noch eine Bank. Mal gucken, ob sie gleich mal in die Pötte kommen. Löwenzeit war ja voll lange vorbei schon. Du wächst einfach ein übel schöner Löwenzahnblume. Mit einem wunderschönen Stiel. Guck mal, wie das wackelt. Ja, der sieht echt cool aus. So ein Bienchen. Wie sollen wir das teilen? Ich weiß auch ab. Okay. Voll lecker. Und Leute, hier gibt es auch Bänke, wenn ihr mal eine kleine Pause braucht. Der Hartan hat an alles gedacht. Ey, wir haben nicht Herbst, noch nicht Frühling. Das ist mitten im Sommer. Ja, hier ist leider viele Bäume kaputt gefressen vom Käfer. Aber trotzdem wunderschön hier. Traumhaft. Das Schlaftee in der Kokosnuss, schon sehr cool. Und Leute, hier gibt es... Ja, wirklich. Und Leute, der Weg ist wunderschön jetzt gerade. Hier sind überall Blumen. Und das geht einfach Kilometer so weiter. Das ist richtig schön, diese Blumenwelt hier im Harzen. Hier sind jetzt die Johanniskrautblüten drin. Die nehmen wir dann für heute Abend und dann machen wir einen schönen Schlaftee daraus. Guck mal den Tonnenbaum an, Leute. Der hat 2 Spitzen. Und da irgendwo ist der Brocken. Und hier, Leute, am Weg die ganze Zeit überall Himbeeren. Hier könnt ihr auch richtig schön euch Energie holen. Einfach nur Hammer. Wirklich. Der Harz hat wirklich sehr, sehr schöne Pflanzen. Viele sind auch essbar. Ich sehe auch gerade hier Walderdbeeren. Auch sehr schön. Schau mal. Auch sehr schön. Richtig cool. Richtig cool. Schöner Ort hier. Schau mal, Leute, hier ist ein kleiner Bioladen. Hier ist Brombeer, Himbeeren, Erdbeeren. Richtig schön.
Nächster Schild. Ja, wir pflücken immer noch Johanniskraut. Wir übertreiben komplett. Weil das ist so eine wunderschöne medizinische Pflanze. Ja, hier geht's jetzt nochmal zum Äckerquerung. Querung? Ist das hier Kaffee? Kaffee. Schon 2,2 Kilometer entfernt von uns. Wir haben das irgendwie verpasst. Wir wollen eigentlich Kaffee trinken, aber gut. Ne, hier! Scharfenstein, das war das. Ah! Ich kann sagen, weil das ist doch die Steinmauer. Genau, beim Scharfenstein könnt ihr einen Kaffee trinken. Brocken ist noch 5 Kilometer entfernt. Ja, und diese Burg da, keine Ahnung. Ah, da könnte man eigentlich danach hin. Kaffee, 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 Kaffee! Und da geht's jetzt mal zum Brocken und da geht's. Ich hoffe, dass unsere Wandergenossen nicht den falschen Weg nehmen. Ja, wir sind halt komplett weg, ne, weil wir die ganze Zeit Johannes gerade pflücken oder Andi. Aber der hat mich jetzt angesteckt, ich will auch pflücken. Das ist halt einfach super gesund. Und Leute, macht das mal, das ist voll lecker. Walderdbeeren mit Johanniskrautblüten. So 4 Johannisblüten und eine Erdbeere. Zusammen im Mund nehmen und kauen. Schmeckt richtig lecker. Schmeckt wie süß, ja, wie eine Süßigkeit. Wasser ist immer noch kalt. Ja, voll geil. Richtig cool. Ja, wir machen kurz Pause. Schön. Cool. Der nächste Wanderweg. Ja, 4,5 Kilometer. Hier beim Abzweig gibt es noch eine schöne Bank. Kann man noch mal schön Pause machen. Da ist noch so ein Geheimgang. Da kann man irgendwie lang. Da geht es auch noch lang. Das ist so ein Fahrradweg. Wahrscheinlich auch zum Brocken. Ja, aber wir müssen erstmal da lang laufen. Hier oben geht es auch irgendwie lang. Da kommen gerade 2 Fahrradfahrer. Ja. Und da hinten, wo es mit dem Fahrrad lang geht, da gibt es noch eine alte Ruine. Ja Leute, hier gibt es dann danach einmal noch so eine Infostelle, die noch Lust haben, was zu lesen. Da ist der weiße Stein. Da kann ich zoomen, nein, kann ich gerade nicht. Ja, da geht es zum Brocken. Hier geht es auch noch mal ein paar Schilder. Gibt es auch hier noch Scharfenstein. Aha, das müsste dann da sein. Ja, und da ist noch ein schöner Platz zum Sitzen. Wahrscheinlich ist das der Scharfenstein. Da gibt es viele Bänke, da kann man noch mal Pause machen. Kaffee time! Am Scharfenstein, ja. Kaffee time! Da gibt's Kaffee. Hallo. Öffnungszeiten, Leute. Um 10 Uhr morgens ist es auf, um 16 Uhr machen die wieder zu. Deswegen beeilt euch. Beeilt euch. Meine stinken ja auch. Auch von haben müssen. Okay. Ist Golf verdammt. Golf! Teilweise schon. Hier, der. Michaela, du musst nicht sagen Golf. Du musst sagen Golf verdammt. Golf verdammt. Action. Ja, Scharfenstein ist top, weil ist jeden Tag auf, Montag bis Sonntag, das ganze Jahr. 10 Uhr bis 16 Uhr. Ralf bedient euch. Stefan. Stefan, genau. Stimmt. Stefan bedient euch. Wir sind jetzt auf 630 Meter Höhe hier. Ja. Es gibt Grüntee, es gibt Kaffee. Es Kaffee gibt kostet Schwo. Kaffeeschorle. Cappuccino. Ja, Prost. Bier gibt's auch. Erstmal abkühlen, einfach. Ja. Schön. Wanderung. Sehr lecker. Sehr schön. Gleich geht's weiter. Heil werden auf. So, wir haben jetzt nachgefragt, das sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden noch. Jetzt wird der Weg, ja, jetzt erstmal so bleiben. Das sind so Panzer, Steine, Pflastersteine, was auch immer. Ja, das sieht aber trotzdem alles schön aus. Ja, wir haben noch den Besitzer dann nochmal gefragt und er sagt, auch den Weg, den wir jetzt euch gezeigt haben, ist einer der schönsten Wege hier. Ja, zum richtig Haar. Schön. Ja, ja, deswegen, perfekt, wir haben wirklich den richtigen rausgesucht. Und Andi und Tanja kommen auch noch. Ah, oh, ist das schön, ich bin jetzt hier hochgeklettert. Ist das cool. Wirklich richtig schön hier die Aussicht. Lohnt sich, Leute, auf jeden Fall. Auf dem Weg findet ihr so einen kleinen Pfad, Trampelpfad. Und wenn ihr da reingeht, findet ihr diese Steine. Ist eigentlich sehr schnell zu finden. Und Mercedes ist hier unten. Ich darf jetzt nur nicht wegrutschen. Hallo YouTube. Hier, schau, dass der Felsen nicht wegrutscht. Alles, was du siehst,
was das Licht berührt, gehört uns. Ricola! Was verkriege ich denn? Und dann hättest du sagen müssen, und da hinten? Stimmt. Das ist das Schattenland. Da hinten? Das ist das Schattenland. Da gehen wir nicht hin. Und dann so, wir sind im Schattenland. Oh oh. Ich lache. Da ist die. So, links, wie hieß die nochmal? Was? Diese Ecktal irgendwas? Ecktalsperre oder sowas? Mhm. Da unten irgendwo haben wir getrunken. Und da, wo mich hier das Kopf ist, nein, Spaß. Irgendwo da haben wir Pause gemacht. Irgendwo. Und dann sind wir hier hoch. Da geht's noch weiter höher da. Oh. Was ist denn da? Also kann man genau dasselbe gucken? Ja. Weiß ich nicht, wahrscheinlich, ne? Ja. Ach, da vorne ist das. Und so da aus. Hinten ist das Ziel. Hilfst du mir wieder an, liegt aus dem Strand einfach. Voll cool. Ja, für die kletterlustigen Menschen, hier kann man auch gut klettern. Schon sehr cool. Leute, wir haben jetzt gleich die 1000 Meter geschafft. 1000 Meter? Die 1000 Meter geschafft gleich, hier. Da unten. Juhu, Michi. Hä? Achso, oh, da ist ja auch noch ein Schild. Ich hab eine Idee. Ja. Wir gehen alle zusammen über die Marke. Stimmt. Fuß hin. Drei. 2, 1. Ich weiß immer noch nicht, wie hoch der Brocken ist. Aber mal gucken. 1000 haben wir schon mal. 2000, 3000. 1000 Meter? Okay, 6000. Was? Das ist so hoch. 6000. Das ist gar nicht. Das ist ein Gletscher. Aber wir haben ein bisschen wärmere Sachen, ne? Als das. Guck mal, da wächst ja nur Sauerkraut drin. Wie geil ist das denn? Leute, das ist alles Sauerklee. Nuss. It's raining. Ja, und hier fährt auch die kleine Eisenbahn. Ja. Richtig ist cool. Klein. Ist sie nicht klein? Nee. Ach krass. Voll lustig irgendwie. Einfach irgendwo auf 1000 Meter Höhe fährt einfach so eine Eisenbahn rum. Ja. Schon cool. Geil. Mega geil. Eine Dampflok. Ja, das ist voll schön. Cool. Das ist jetzt die Richtung zum Brockenhaus. Und genau dort kann man eine wunderschöne Pause machen. Yay. Da ist das Brockenhaus. So, ich glaube, hier ist der höchste Punkt am Stein. Ja, hier, genau. Ja, lass uns das abholen. Das sind dann, glaube ich, 1142 Meter hoch. Sehr cool, auf jeden Fall. Ah. Cool. Und fertig. Ach so. Da ist die Lok, die ist gerade weggefahren. Schade. Voll cool. Ja, wir gehen jetzt wieder runter. Ja, vielleicht. Mit euch drei. Heute, ihr glaubt nicht, was hier noch im Harz rumläuft. Die Power Rangers. Und ich bin der Bösewicht. Ganz kurz, wir laufen jetzt Richtung Teufelsstieg ab. Ob wir den jetzt runtergehen, mal schauen.
aber das ist erstmal die Richtung nach runter. Ja, sehr schön gewesen. Aber ich glaube, von hier ist das jetzt... Also der Wind ist wahrscheinlich sehr, sehr laut, aber passt schon. Ja, bis hier jetzt ist, glaube ich, erstmal vorbei mit dem Brocken. Wir werden uns gleich, oder für euch gleich, für uns dann erst einen Tag später, zu diesen Tropfsteinhöhlen gehen wir noch hin. Und das wird auch noch richtig schön. Bleibt gespannt, das wird schön. Ich hoffe, dass ich meine Kamera mitnehmen kann. Teufelsstil? Das ist der Teufelsweg. Das könnte... Die Richtung zum Teufelsweg, glaube ich. Den versuchen wir mal. Wir vermuten, es ist der Teufelsstieg. Wir finden es gleich raus. Das sieht sehr schön aus mit dem Holz. Ja. Let's do it. Okay. Let's do it. Genau, Tropfsteinhöhlen. Tropfsteinhöhlen. Genau, in eine Höhle. Ja. Da hinten. Leute, guck mal. Yay, Stempel. Endlich ein Stempel. Endlich. Der erste Stempel, den ich habe. Den wir gefunden haben, sogar. Der funktioniert. Der funktioniert. Wie schön. Cool Nummer. Oh. Oui. Oh, dann ist es besser geworden. Ah, okay. Cool. Ja, geil. Dann haben wir schon mal zwei Stempel. Eigentlich drei, aber ja. Der Dieb, ne? Hat es noch geklaut. Es gibt Linsen, Leute. Ja, wir kochen jetzt hier. Wir haben einen coolen Platz wieder gefunden. Hier so eine kleine Dreiecksgebaute Holzbude. Ja, ist eigentlich schön hier. Wir essen jetzt erstmal und dann geht's morgen zum Tropfstein. Scheiß Mücken, Alter. Wow. Boah, das sieht aus, als ob du da gerade so irgendwie Crack anzündest. Nein, machen wir. Mal ein bisschen Parosante an für die Mücken, weil hier sind sehr viele Mücken. Sehr, sehr viele Mücken. Ja. Hier, schaut mal. Komm her. Das ist voll schlecht. Hier kochen wir schon unser Johanniskrautchen. Was? Achso, die Blüten sind schon drin. Jo, aber die Hälfte. Wir haben zu viel gepflückt oder ja. Die Hälfte ja, Andi hat sehr viel die gefüllt. Die Hälfte nur. Sehr viel hat okay, es ist nur noch die fünffache Dosis. Ja. Ja, dann. Ja. Wir werden auf jeden Fall schlafen, die kleine Kinder. Aber ich freue mich schon. Wenn die Mücken uns nicht totstichen. Hast du schon mal so richtig standen? Nein, noch nie. Getan?